Ich wusste nicht, dass ihr wach seid. Wirklich. Warum seid ihr so verängstigt? Was ist passiert? Das war falsch, nicht wahr? Ich habe etwas Falsches gesagt. Ich denke nicht. Ich bitte euch untertänigst um Vergebung und euren Segen. Ich bin nur eine einfache Dienerin. Ihr seid wieder in Haven, my Lord. Sie sagen, ihr hättet uns gerettet. Die Bresche hat aufgehört zu wachsen, genau wie das Mal auf eurer Hand. Seit 3 Tagen redet niemand mehr von irgendwas anderem. Dann ist die Gefahr vorüber. Die Bresche ist noch immer am Himmel, aber ja, das haben sie gesagt. Lady Cassandra wünscht gewiss zu erfahren, dass ihr wach seid. Sie sagte umgehend. Und sie ist wo? In der Kirche, mit dem Lordkanzler. Umgehend hat sie gesagt. Das ist er. Das ist Andrastes Herold. Es heißt, als er aus dem Nichts trat, hat Andraste selbst über ihn gewacht. Psst, wir sollten ihn nicht stören. Das ist er. Er hat verhindert, dass die Bresche noch größer wird. Hieß es nicht, er würde sie ganz schließen? Egal. Das ist mehr, als jeder andere erreicht hat. Andernfalls hätten wir sie nicht. Kanzler Roderick sagt, dass die Kirche nichts mit uns zu tun haben will. Das hat Kanzler Roderick nicht zu entscheiden, Schwester. Die meisten obersten Klerikerinnen sind beim Konklave gestorben. Wer wird uns jetzt anführen? Sollte umgehend nach Val Royeaux gebracht werden, damit die neue Göttliche über ihn richtet. Wer sie auch sein mag. Ich glaube nicht, dass er schuldig ist. Der Gefangene hat versagt, Sucherin. Die Bresche ist noch immer am Himmel. Und nach allem, was wir wissen, ist das auch genau das, was er wollte. Das glaube ich nicht. Das habt nicht ihr zu entscheiden. Eure Pflicht ist es, der Kirche zu dienen. Fesselt ihn! Ich will, dass ihm in der Hauptstadt der Prozess gemacht wird. Hört nicht auf ihn und lasst uns allein. Ihr spielt ein gefährliches Spiel, Sucherin. Die Bresche ist zwar stabil, aber sie bleibt eine Bedrohung. Das werde ich nicht ignorieren. Ich habe getan, was ich konnte, um die Bresche zu schließen. Und es hätte mich beinahe umgebracht. Und doch lebt ihr noch! Ein äußerst angenehmer Ausgang, soweit es euch betrifft. Passt auf, Kanzler. Die Bresche ist nicht die einzige Bedrohung, der wir uns stellen müssen. Irgendjemand war für die Explosion beim Konklave verantwortlich. Jemand, mit dem ihre Heiligkeit nicht gerechnet hatte. Vielleicht starb dieser jemand mit den anderen. Oder er hat Verbündete, die noch am Leben sind. Ihr verdächtigt mich? Euch und viele andere. Jedoch nicht den Gefangenen. Ich habe die Stimmen im Tempel gehört. Die Göttliche hat ihn um Hilfe gebeten. Sein Überleben, dieses Ding auf seiner Hand, das alles ist also nur ein Zufall? Es ist Vorsehung. Der Erbauer hat ihn in unserer dunkelsten Stunde zu uns gesandt. Ihr habt eure Meinung über mich also geändert? Ich habe mich geirrt. Und vielleicht tue ich es immer noch. Ich werde jedoch nicht vorgeben, ihr wärt nicht genau das, was wir im Augenblick der Not brauchen. Die Bresche ist noch immer offen und euer Mal bleibt unsere einzige Hoffnung, sie zu schließen. Diese Entscheidung liegt nicht bei euch. Ihr wisst, was das hier ist, Kanzler.
Ein Erlass der Göttlichen, der uns die Autorität verleiht, etwas zu unternehmen. Hiermit erkläre ich die Inquisition für wieder eingesetzt. Wir werden die Bresche schließen, die dafür Verantwortlichen finden und die Ordnung wiederherstellen, mit oder ohne eure Zustimmung. Das war der Wille der Göttlichen. Die Inquisition früherer Tage wieder einzusetzen, um jene zu finden, die sich gegen das Chaos stemmen. Aber noch sind wir nicht bereit. Wir haben keinen Anführer, keine Anhänger und jetzt haben wir auch die Unterstützung der Kirche verloren. Aber uns bleibt keine Wahl. Wir müssen jetzt handeln, mit euch an unserer Seite. Wenn ihr tatsächlich die Ordnung wiederherstellen wollt. Das ist der Plan. Helft uns, die Sache in Ordnung zu bringen, ehe es zu spät ist. Beunruhigt es euch? Es hat aufgehört zu wachsen und ich habe auch keine Schmerzen. Nun, wir müssen uns wohl auch über die kleinen Siege freuen. Wichtig ist, dass euer Mal jetzt stabil ist, ebenso wie die Bresche. Ihr habt uns Zeit verschafft und Solus denkt, ein zweiter Versuch könnte vielleicht erfolgreich sein, vorausgesetzt, das Mal hat mehr Macht. Dasselbe Maß an Macht, mit dem die Bresche geöffnet wurde. Das ist nicht leicht zu erlangen. Ihr habt ganz offensichtlich eine Idee. In der Tat. Darf ich euch Kommandant Cullen vorstellen? Er ist der Befehlshaber der Inquisitionstruppen. Oder was davon übrig ist. Wir haben im Tal viele Soldaten verloren. Und ich fürchte, bis das hier vorbei ist, werden Ihnen noch viele folgen. Das ist Lady Josephine Montillier, unsere Botschafterin und erste Diplomatin. Ich habe schon viel von euch gehört. Schön, dass wir uns endlich kennenlernen. Und natürlich kennt ihr Schwester Liliana. Meine Position hier umfasst ein gewisses Maß an... Sie ist unsere Meisterspionin. Ja, taktvoll gesagt, Cassandra. Ich freue mich, euch alle kennenzulernen. Ich habe angemerkt, dass euer Mal mehr Macht braucht, um die Bresche zu schließen. Was heißt, dass wir die aufständischen Magier um Hilfe bitten müssen? Das sehe ich immer noch anders. Die Templer könnten uns ebenso gut helfen. Wir brauchen Macht, Kommandant. Genug Magie, um dieses Mal... uns vielleicht alle vernichten. Templer könnten die Bresche schwächen damit... alles nur Spekulation. Ich war ein Templer. Ich weiß, wozu sie fähig sind. Dummerweise würde im Moment keine der beiden Gruppen mit uns reden.
Die Kirche gibt der Inquisition die Schuld. Vor allem euch. Könnt ihr sie nicht einfach ignorieren? Wenn das so einfach wäre. Einige nennen euch, ein Magier, Herold Andrastes. Das macht der Kirche Angst. Deshalb haben die verbliebenen Klerikerinnen es zur Blasphemie erklärt und uns, die wir euch unterstützen, als Ketzer geächtet. Das verdanken wir zweifellos Kanzler Roderick. Das Ganze schränkt unsere Möglichkeiten ein. Die Magier oder Templer um Hilfe zu bitten, steht im Moment nicht zur Debatte. Wieso bin ausgerechnet ich der Herold Andrastes? Die Leute haben gesehen, was ihr beim Tempel getan habt. Wie ihr verhindert habt, dass die Bresche noch weiter wächst. Sie haben außerdem von der Frau gehört, die im Riss gesehen wurde, als wir euch fanden. Sie glauben, es sei Andraste gewesen. Selbst wenn wir versucht hätten, diese Vorstellung von euch zu unterbinden... Was wir nicht getan haben. Der Punkt ist, ihr seid in aller Munde. Ganz schlechter Titel, was? Was haltet ihr davon? Darüber denke ich nicht nach. Die Leute warten verzweifelt auf einen Funken Hoffnung. Und für viele seid ihr dieser Funke. Und für andere verkörpert ihr alles, was schiefgegangen ist. Wenn ich also nicht bei der Inquisition wäre... Seien wir doch mal ehrlich. Sie hätten uns so oder so geächtet. Und euch aufzugeben ist keine Option. Aber ihr könnt etwas tun. Eine Klerikerin der Kirche namens Mutter Giselle hat um eine Unterredung mit euch gebeten. Sie ist nicht weit weg und kennt die Beteiligten weitaus besser als ich. Ihre Unterstützung wäre von unschätzbarem Wert. Ich werde mir anhören, was sie zu sagen hat. Ihr findet Mutter Giselle in den Hinterlanden unweit von Redcliffe. Sie versorgt dort die Verwundeten. Haltet auch nach anderen Möglichkeiten, den Einfluss der Inquisition zu vergrößern, Ausschau, wenn ihr dort seid. Wir brauchen Spione, um unseren Einfluss über dieses Tal hinaus auszuweiten. Und niemand ist besser für ihre Rekrutierung geeignet als ihr. Wir überlegen uns in der Zwischenzeit weitere Optionen. Ich will nicht alles dem Herold überlassen. Kanzler Roderick hat sich bei mir über euch beklagt. Könntet ihr vielleicht versuchen, ihn nicht ständig zu verärgern? Wenn ich den Mann so leicht vor den Kopf stoße. Beweist, dass ihr auf Justinias Befehl hingehandelt habt, oder verschwindet. Das ist jetzt kein guter Zeitpunkt, Marquis. Tag für Tag treffen mehr Gläubige hier ein. Aber gestattet mir, dass ich euch den mutigen Mann vorstelle, der sein Leben riskierte, um der Magie der Bresche Einhalt zu gebieten. Sir Trevelyan, darf ich euch den Marquis de Rillon vorstellen, einer der größten Unterstützer der göttlichen Justinia. Und der rechtmäßige Besitzer von Haven. Das Haus Durellion stellte Justinia diese Ländereien als Pilgerstätte zur Verfügung. Für eure Inquisition gilt diese Übereinkunft nicht. Seit wann ist Haven nicht im Besitz der Kirche? Davon höre ich jetzt zum ersten Mal. Meine Gemahlin, Lady Meshen von Denerim, hat gemäß eines alten Abkommens mit dem Ferelden Thron ein Anrecht auf Haven. Es war uns eine Ehre, es der göttlichen Justinia zu überlassen. Sie ist... war eine überaus verdienstvolle Frau. Ich werde keinen emporgekommenen Orden auf ihrem heiligen Boden dulden.
Vom Himmel fallen Dämonen und ihr sorgt euch um Landansprüche? Haven ist der rechtmäßige Besitz der Dyrrhelions. Hat Kaiserin Selene euren Besitzanspruch auf Haven offiziell bestätigt? Ich wusste gar nicht, dass ihre kaiserliche Majestät diese Angelegenheit dem Ferelischen Thron vorgetragen hat. Die Kaiserin hatte noch keine Gelegenheit dazu. Wir leben in dunklen Zeiten, euer Gnaden. Die göttliche Justinia würde nicht wollen, dass ihr Tod uns spaltet. Sie würde im Gegenteil darauf vertrauen, dass wir neue Bündnisse zum Wohle aller schmieden. Egal, wie seltsam sie uns auch erscheinen. Ich werde darüber nachdenken, Lady Montillier. Bis ich meine Entscheidung gefällt habe, darf die Inquisition bleiben. Ich bin wirklich froh, dass uns der Marquis nicht vor die Tür setzt. Seiner Gnaden ist nur einer von vielen Würdenträgern, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Dann erwartet ihr in Haven noch mehr Leute. Zweifellos. Und jeder Besucher wird die Geschichte der Inquisition nach seiner Abreise verbreiten. Eine Botschafterin sollte dafür sorgen, dass die Geschichte so schmeichelhaft wie möglich ist. Die Inquisition kann sich glücklich schätzen, in euch eine Fürsprecherin zu haben, Lady Montillier. Danke. Wollen wir es hoffen. Die Politik von Thedas ist neuerdings etwas aufgeregt. Ich hoffe, ich kann uns in ruhigere Gefilde führen. Aber jetzt entschuldigt mich bitte. Ich habe heute noch viel zu tun. Das wird helfen. Was kann ich für euch tun? Wie sehen uns die Leute? Trotz unseres Ansehens besitzen wir kaum feste Verbündete. Daran müssen wir etwas ändern. Was haltet ihr von den Leuten hier? Wen genau meint ihr? Ich hatte Kommandant Cullen im Sinn. Der Kommandant ist ein intelligenter, umsichtiger Mann. Ich bin dankbar, dass er das Kommando über unser stehendes Heer hat. Dennoch erscheint er mir manchmal wie der Mann mit dem Hammer, der in allem einen Nagel sieht. Auf ein andermal. Bis zum nächsten Mal. Gesegnet seien die Hüter des Friedens, die Kämpfer für die Gerechtigkeit. Gesegnet seien die Rechtschaffenen, die Lichter im Schatten. In ihrem Blut ist der Wille des Erbauers niedergeschrieben. Ist es das, was ihr von uns wollt? Blut? Dass wir sterben, um eurem Willen zu genügen? Ist der Tod euer einziger Segen? Ihr sprecht für Andraste, nicht wahr? Was hat die Prophetin des Erbauers zu all dem zu sagen? Was treibt er für ein Spiel? Wieso sollte das ein Spiel sein? Seht ihr den Himmel? Was ist mit den Tempelruinen? Den Knochen, die im Staub liegen? Selbst wenn ihr den Frieden der Göttlichen nicht unterstützt hättet, fändet ihr das hier nicht richtig. Wer könnte das schon? So viele unschuldige Leben. Die Gläubigen ermordet, wo einst die Heiligste aller Heiligen stand. Wenn der Erbauer das wollte, was ist es dann, wenn es kein Spiel oder grausamer Scherz ist? Fragt mich nicht. Ich bin genauso verwirrt wie ihr. Dann können wir nur raten, was er will. Die Kirche predigt, dass der Erbauer uns verlassen hat. Dass er Buße für unsere Sünden verlangt. Er fordert alles. Unser Leben, unseren Tod. Justinia gab ihm alles, was sie hatte. Doch er ließ sie sterben. Tut mir leid. Ihr Tod hat euch offenbar schwer getroffen. Nicht nur mich. Uns alle. Sie war die Göttliche. Sie führte die Gläubigen an. Sie war ihr Herz.
Wenn der Erbauer nichts unternimmt, um seine besten Diener zu retten, wozu ist er dann gut? Ich dachte immer, ich wäre auserwählt, so wie viele es von euch sagen. Ich dachte, ich würde meiner Bestimmung folgen, indem ich der Göttlichen diente, um den Leuten zu helfen. Aber jetzt ist sie tot. Es war alles umsonst. Dem Erbauer zu dienen, hat nichts bedeutet. Vielleicht habt ihr eine andere Bestimmung. Ich könnte euch helfen, sie zu finden. Nein, das ist meine Bürde. Ich hätte nicht zulassen dürfen, dass ihr mich so seht. Ein kurzer Moment der Schwäche. Das wird nicht wieder vorkommen. Kommt. Gehen wir an die Arbeit. Wir reden später weiter. Beunruhigt euch etwas? Ist das so offensichtlich? Ich fürchte ja. Habe ich das Richtige getan? Was ich hier in Gang gesetzt habe, könnte alles zerstören, woran ich mein Leben lang geglaubt habe. Wer weiß, vielleicht gehe ich ja als Verräterin, als Wahnsinnige, als Närrin in die Geschichte ein. Und womöglich ist das sogar die Wahrheit. Ihr hattet keine andere Wahl. Hatte ich nicht? Meine Ausbilder haben mir immer wieder eines gesagt. Du bist zu ungestüm, Cassandra. Denk nach, bevor du handelst. Ich erkenne einfach, was getan werden muss und tue es. Ich finde es sinnlos, sich im Kreis zu drehen wie ein Hund, der seinem Schwanz nachjagt. Aber ich habe euch anfangs falsch eingeschätzt, nicht wahr? Ich dachte, die Antwort liege klar und deutlich vor mir. Ich kann es mir nicht erlauben, noch einmal so fahrlässig zu sein. Es war ja nicht so, als hättet ihr keinen Grund gehabt, mich zu verdächtigen. Ich war fest entschlossen, irgendjemanden für die Geschehnisse zur Verantwortung zu ziehen. Egal wen. Ihr sagtet, ihr glaubt, dass ihr auserwählt wurdet. Bedeutet das, ihr glaubt an den Erbauer? Ich kann es nicht mit Gewissheit sagen. Nun, ich schätze, es spielt keine Rolle. Ich muss daran glauben, dass wir aus einem bestimmten Grund auf diesen Weg gebracht wurden. Selbst wenn ihr es nicht tut. Jetzt müssen wir nur noch sehen, wohin er uns führt. Ihr da! Was ihr da in der Hand haltet, ist ein Schild. Nutzt ihn, um zu blocken. Wäre dieser Mann euer Feind, wärt ihr jetzt tot. Haltet euch nicht zurück, Leutnant. Diese Rekruten müssen für einen echten Kampf bereit sein, nicht nur für eine Trainingsrunde. Ja, Kommandant. Wir haben eine Reihe neuer Rekruten erhalten. Ansässige aus Haven sowie einige Pilger. Allerdings hatte keiner von ihnen auch nur annähernd so einen Auftritt wie ihr. Ich hoffe einfach, dass ich helfen kann. Genau wie wir anderen auch. Es genügt schon, dass ihr bereit seid, es zu versuchen. Ich selbst wurde in Kirkwall für die Inquisition rekrutiert. Ich war während des Magieraufstandes dort und musste mit eigenen Augen mit ansehen, Sir. Welche verwüstet. Cassandra suchte nach einer Lösung. Als sie mir einen Posten anbot, verließ ich die Templer, um mich ihrer Sache anzuschließen. Jetzt allerdings scheint es, als würden wir uns etwas weitaus Schlimmerem gegenübersehen. Es muss einen Grund geben, warum ich dieses Mal trage. Ich bin mir sicher, es wird funktionieren. Vorausgesetzt, wir finden Unterstützung. Aber ich bin überzeugt, dass uns das gelingt. Die Kirche hat die Kontrolle über die Templer und Magier verloren. Jetzt streitet sie über eine neue Göttliche, während die Bresche weiter existiert. Die Inquisition könnte handeln, wo es die Kirche nicht kann. Und unsere Anhänger wären ein Teil davon. Es gibt so vieles, was wir... Bitte entschuldigt.
Ich bezweifle, dass ihr hier seid, um euch einen Vortrag halten zu lassen. Nein, aber falls ihr einen vorbereitet habt, würde ich ihn mir gerne anhören. Vielleicht ein andermal. Ich, es liegt noch jede Menge Arbeit vor uns. Kommandant, Sir Ryan hat einen Bericht über unsere Versorgungswege. Habe ich es nicht gesagt? Ihr habt einen weiten Weg zurückgelegt, um nach Haven zu kommen. Ihr stammt aus dem Zirkel von Ostwick. Das war einmal. Ich finde es aufregend, dieses Leben hinter mir gelassen zu haben und neue Orte kennenzulernen. Aber das ist vielleicht selbstsüchtig angesichts der Ereignisse. Nein, es ist nur gerecht, würde ich sagen. Wir jedenfalls sind für eure Hilfe dankbar. Gibt es jemanden, der in Kirkwall auf euch wartet? Nein. Ich fürchte, ich habe mir dort nur wenige Freunde gemacht. Und meine Familie lebt in Ferelden. Es gibt niemanden, für den ihr besondere Gefühle hegt? Um ehrlich zu sein, habe ich nie nach so jemandem gesucht. Ich war damals alles andere als eine angenehme Gesellschaft. Ich denke, ich würde eure Gesellschaft genießen. Das ist... Ich wüsste eure Freundschaft sehr zu schätzen. Doch mehr kann ich euch leider nicht anbieten. Ich hoffe, ihr versteht das.